Ja, hallo zusammen. Ich bin im Auto unterwegs. Das heißt, es gibt was Besonderes. Ich fahre an den Neckar nach Hasmersheim. Das ist zwischen Bad Wimpfen und Moosbach. Und da treffe ich mich mit meinem früheren Arbeitskollegen zu einem Wanderwochenende. Wir haben dort ein Hotel gebucht. Wir sind von Freitag bis Sonntag an diesem Ort auf Wanderschaft. Wir werden dort ein oder zwei Rundwanderungen gemeinsam durchführen. Und wenn ihr Lust habt, dürft ihr mich an diesem Wochenende begleiten. Lasst euch überraschen, welche Touren wir an diesen zwei Tagen laufen. Ich weiß es auch noch nicht. Die Herren Wanderführer haben etwas ausgesucht. Und ich bin gespannt. Vermutlich wird es ein Teil des Neckarsteiges werden. Das haben wir schon vor Jahren schon mal gehabt. Und ich lasse mich überraschen. Wenn ihr Lust habt, bleibt ihr dran. Und jetzt geht's los. Bin ich jetzt schon auf dem Neckarsteig oberhalb der Burg Guttenberg. Ich habe noch Zeit, bis das Hotel öffnet bzw. bis unsere Zimmer frei werden. Und da habe ich gedacht, fahre ich geschwind hoch zur Burg Guttenberg und gucke mir das mal in Ruhe an. Jetzt ist da unten aber eine Hochzeit und heute Mittag um 15 Uhr ist Flugvorführung. Da warte ich jetzt natürlich nicht ab. Aber trotzdem, ihr habt einen kleinen Eindruck, wo wir uns hier befinden im Neckartal. Ich vermute mal, dass wir morgen bei unserer Wanderung auch hierher kommen. Es bietet sich sehr zwangsläufig an. Ich lasse mich mal überraschen. Thank you.
Das ist also, das ist ukrainisch. Oh, da ist der guckt, gerade weg, dann müssen wir schwimmen. Kriegst du auch einen Roland? Ja, kann ja alle. Mist. Ehrlich, wer hat die gemacht? So? Hat jeder? Ach nein. Ach nein. Ach doch. Thank you.
Erste Ausblickstation Eduardshöhe, Hasmersheim. Da gibt es jetzt eine kleine Trinkpause und einen schönen Ausblick. Das gibt es leider Gottes im Dings nicht. Am Neckar gibt es immer auf und ab. So, ach, guck an, ich bin. Der Burg Guttenberg. Wir sind jetzt auf dem Weg in das Fünfmühlental. Letzte Woche war ich im Siebenmühlental oder vorletzte Woche. Also ich komme im Moment durch viele Mühlentäler. Und an der nächsten Mühle erwartet uns unsere obligatorische Erfrischung. Die Moni und die Andrea kommen mit der Kühlbox. Oder stehen schon dort, wie ich gehört habe. Wir brauchen noch ungefähr 10 Minuten. Und dann gibt es eine Erfrischung. Guten Tag. Ja. Deshalb bin ich vorgelaufen. Das kann ich mir vorstellen, die hält schon drunter.
genau. Ich sitze ja da im Eingang, wenn wir da alle da sind. Genau. Oh, das ist tief. Ja. Normalerweise gucken wir heute der Bege sich da oben mal genug. Also das ist jetzt aber nicht so. Alkohol. Das ist wie man hier. Anti-Alkohol? Da muss es so Alpaka auch die Möglichkeit geben. Ja, das hätte ich gar nicht gedacht. Ja, ja. Ganz nett. Dafür magst du Käse? Nee. Ja, ein halber. Jetzt habe ich von oben Seiten. Ist kalt? Ja, oh ja, du, das ist aber frisch. Ich habe immer eine Reserve, wenn es halt wieder braucht. Neu, und wir gehen ja auch mal einen Tag länger rein. Ja. Oh. Hey. Jürgen, der Gänseflüsterer. Jürgen, der Gänseflüsterer. Du schnappst mir deinen Hals. Ja, dann komme ich immer mehr da. Ja, dann
meinst? Ja, ja, Mais. Mais, ja. Hab ich hier. Wir machen den raus, der ist hier auch. Ja, ja. So, wir nehmen mal eine. Ja, und Frau Stahl. Da, bitte. Da müsst ihr dann noch. Wirklich, gell? Abheben. Ja, schön dieser Gegenwind. Die Siege! Wir kommen dann nicht so vorbei, wenn ich fertig bin. Wir haben ein Schweizer Messer. Lass mal warten, wenn er. Oh! Ja, ich glaube, das ist der tiefste Gang. Echt, das ist noch nicht tief. Jetzt geht es gerade wieder steil den Berg hinab und wir sind wieder auf dem Teil oder auf einem Teil des Neckarsteigs. Ich habe gerade das Neckarsteig-Schild gesehen und unten wird es dann vermutlich über den Neckar gehen, damit wir wieder nach Hasmersheim kommen. Da hat doch bestimmt die Doppelmeier Scheibe oben. Bestimmt. Kein Zeiber. Ja. Ja, nicht schlecht. Ein 40er Gundel.
Diskussion, wer fährt mit dem Zug, wer fährt mit dem Auto, wer läuft noch die restlichen 4 Kilometer. Aber gleich ist das entschieden. Es ist so gut wie eben. Danke. Ich weiß nicht, wenn es so weit geht.